Was können wir tun gegen die Klimaerwärmung? Was passiert mit der Erde, wenn wir nichts tun? Die Temperaturen steigen. Jedes zusätzliche Grad ist kritisch. Nur ein Grad. Ein Grad wärmer. Lass es nur um 2 Grad wärmer werden. Kritisch wird es bei 3 Grad. 3 bis 4 Grad. Bei 4 Grad wird es kritisch. 3 Grad, 4 Grad, 5 Grad. 6 Grad sind kaum vorstellbar. Und da der Schwindel aus 2007 mit den 6 Grad bis zur Klimakatastrophe bei der dummen Bevölkerung wohl weiterhin funktionieren soll, wird auch heutzutage noch in den TV-Medien mit Grafikanimationen getrickst, in denen zwar noch die möglichen 6 Grad Erderwärmung proklamiert werden, nun aber keine globalen Absoluttemperaturen mehr ausgewiesen werden. Wie im Herbst 2019 bei den 3 deutschsprachigen öffentlich-rechtlichen TV-Sendern ORF, SRF und ZDF, wo die folgende Animation mit folgenden Erklärungs-Off-Text gesendet wurde. Gehen wir von unserer derzeitigen Lebensweise aus, wird es auf der Erde am Ende dieses Jahrhunderts um 3 bis 6 Grad wärmer sein. Wenn wir so weitermachen, wird unser Planet bis zum Ende des Jahrhunderts zwischen 3 und 6 Grad heißer sein. Das ist die sogenannte Unsicherheitsspanne von mehr als 30 Klimamodellen weltweit. Die Klimamodelle sind sich jedoch einig, was passiert, wenn wir unseren CO2-Ausstoß nicht reduzieren. Dann wird es auf unserem Planeten bis Ende dieses Jahrhunderts um 3 bis 6 Grad heißer. Wie die Täuschung in dieser Grafikanimation genau funktioniert, merkt man erst, wenn bei der Y-Achse anstatt die relativen Temperaturabweichungen die globalen Absoluttemperaturen eingezeichnet werden. Und dann auch noch eine gelbe Linie mit dem höchsten jemals ermittelten globalen Temperaturwert eingezeichnet wird, der für das Jahr 2016 bekanntlich bei 14,8 Grad Celsius lag. Und dann auch noch eine rote Linie bei 15 Grad vermerkt wird, damit jeder sehen kann, wo sich der Normtemperaturwert aus dem natürlichen Treibhauseffekt befindet. Erst dann erkennen Sie, dass zwar eine Erderwärmung existiert, aber die war und ist seit 1850 nach dem Ende der kleinen Eiszeit bis heute nicht gefährlich, weil der Temperaturwert aus dem natürlichen Treibhauseffekt von 15 Grad seit über 150 Jahren noch nie überschritten, geschweige denn jemals erreicht worden ist. ORF und ZDF täuschten zusätzlich auch noch in der gleichen TV-Sendung mit einer weiteren Grafikanimation, nämlich dieser. Nicht nur die Aufzeichnungen der britischen Met Office zeigen diesen Trend. Auch NOAA, die Wetterbehörde der USA, das japanische Meteorologieinstitut und die US-Raumfahrtbehörde NASA kommen zu denselben Messergebnissen. Dass die globalen Durchschnittstemperaturen steigen, belegen Messungen von Wetterstationen auf der ganzen Welt. Wissenschaftler in Großbritannien, Japan und den USA bilden daraus globale Mittelwerte. Der Trend ist unverkennbar. Doch die genauen Ursachen für den Temperaturanstieg blieben lange Zeit umstritten. Das Schweizer Radio und Fernsehen SRF hat diese Animationsgrafik dann aus seiner Version von Klimawandel die Fakten vor Ausstrahlung herausgeschnitten, nachdem wir auch in dieser Grafik die Täuschung durch Weglassen der globalen Absoluttemperaturen im Vorfeld aufgedeckt hatten und das Schweizer Radio und Fernsehen darüber informiert hatten. Gegen alle 3 TV-Sender laufen Beschwerden bei den entsprechenden Beschwerdeinstitutionen wegen dieser täuschenden TV-Sendung Klimawandel die Fakten. Denn den öffentlich-rechtlichen TV-Medien ist seit Jahren nachweislich bekannt, dass die globale Absoluttemperatur unterhalb von global 15 Grad Celsius liegt. Die Erdatmosphäre. Ohne sie gäbe es kaum Leben auf unserem Planeten. Doch die Hülle ist empfindlich. Kleine Änderungen können gewaltige Folgen haben.
der Treibhauseffekt. Sonne scheint auf die Erde und strahlt als Wärme zurück. Treibhausgase wie Kohlendioxid halten die Wärmestrahlen in der Erdatmosphäre. Doch seit ca. 160 Jahren verstärkt der Mensch diesen Treibhauseffekt, zum Beispiel durch das Verbrennen von Öl und Kohle. So ist die Kohlendioxidkonzentration in der Atmosphäre seit 1850 um 40% gestiegen. Gleichzeitig erhöhte sich auch die Temperatur um fast 1 Grad. Machten die Menschen so weiter wie bisher, könnte die Temperatur um 2 bis schlimmstenfalls sogar 6,4 Grad steigen. Eine Gefahr für die Menschheit. Die Zeit für Statements ist abgelaufen. Nun müssen wir Resultate liefern. In den letzten 100 Jahren ist die globale Durchschnittstemperatur konstant gestiegen. Heute ist es 0,7 Grad wärmer als 1900. Die Prognosen für die nächsten 100 Jahre sind unterschiedlich. Die Temperaturen könnten im Extremfall um über 6 Grad ansteigen. Wenn die Weltgemeinschaft es schafft, die Kohlendioxidemissionen auf dem Stand des Jahres 2000 zu stabilisieren, bleibt die Erderwärmung auf rund 2 Grad Celsius begrenzt. Welche Ursache auch immer, Latif hat ein Problem. Seine Offenbarung hat für Verunsicherung gesorgt. Eigentlich hatte der Weltklimarat ständig steigende Temperaturen vorhergesagt. Vor 2 Jahren hieß es 0,2 Grad alle 10 Jahre. Auch nach Latifs Berechnungen steigt die Fieberkurve des Planeten. Die globale Durchschnittstemperatur hat sich seit Beginn des vergangenen Jahrhunderts um rund 1 Grad erhöht. In den letzten 10 Jahren allerdings stagniert sie. Ein vermutlich zeitlich begrenztes Phänomen, das man den Menschen aber auch erklären sollte. Diese Globaltemperaturanimation dürfte für das ZDF-Heute-Journal ganz besonders peinlich sein. Denn ungefähr 2,5 Jahre zuvor wurde im ZDF-Heute-Journal folgende Grafik mit globalen Durchschnittstemperaturen gezeigt. Aus der Rekonstruktion des Klimas auf diesem Planeten ist ersichtlich, beständig ist da nur der Wechsel und selten sind die Klimadaten stabil. Nur wenn man genau hinschaut, erkennt man, dass diese Grafikanimation eine Globaltemperatur von 15,4 Grad Celsius ausweist. Und niemand der gebührenfinanzierten TV-Journalisten beim ZDF-Heute-Journal hat sich bis heute mal gefragt, wie denn die globale Temperaturabsenkung von 15,4 auf 14,5 Grad Celsius im ZDF-Heute-Journal zustande gekommen ist und warum trotzdem alle beim ZDF-Heute-Journal immer noch von einer gefährlichen, menschgemachten Erderwärmung reden. Also nicht ganz ohne Grund hatte sich damals Harald Schmidt in seiner damaligen Talkshow über die fadenscheinigen Erklärungen von Klaus Kleber lustig gemacht. Ja, die Berichterstattung über diesen Klimagipfel. Darüber wollte ich mal in Ruhe von hier aus zwischendurch reden. Manche Zuschauer trauen uns da offenbar Schlechtes zu. Sie denken, wir seien an Panikmache interessiert und bauschten wieder besseres Wissen Themen wie Schweinegrippe oder Ozonloch oder eben zurzeit den Klimawandel auf. Vielleicht, weil es der Quote hilft. Also erstens, der Quote hilft es nicht. Unsere Medienforscher messen fast sekundengenau, wo Menschen zuschalten und wo ab. Und deshalb wissen wir, dass man mit solchen Themen sicher keine Zuschauer einfängt. Uns geht's wirklich um die Sache. Und wenn an unserem Redaktionstisch die Themen der nächsten Sendung diskutiert werden, dann spielen Glaubwürdigkeit oder besser noch die Angst, sie zu verlieren, eine riesengroße Rolle. Wir wollen uns in keinem Fall in eine Kampagne einspannen lassen. Vielen Dank, Klaus Kleber, für diese knappe Einschätzung. Das Ganze ist nun über 10 Jahre her und heutzutage blendet man beim ZDF einfach die globalen Absoluttemperaturen aus, damit kein TV-Zuschauer den Schwindel von der gefährlichen Erderwärmung bemerkt. Wir werden noch einige dieser unbequemen Wahrheiten gleich hören, ich kann Ihnen das nicht ersparen. Beim Ramsdorff-Vortrag bei der Uni Mainz im November 2019 stellte ein weiterer Zuschauer die interessante Frage, ob man den sogenannten Hiatus, das heißt die Stagnation der globalen Mitteltemperatur, in dem Zeitraum von 1998 bis ca. 2012, 2014, mittlerweile irgendwie mit den Klimamodellen erklären könnte, worauf dann Ramsdorff wie folgt antwortete. Sie beziehen sich jetzt auf diese Debatte, die übrigens auch von interessierter Seite massiv gepusht worden ist. Wo aber, muss ich echt auch meine eigene Zunft kritisieren, viele Klimawissenschaftler darauf angesprungen sind. Das war die Idee, dass praktisch hier
Gerade wenn Sie hier bei dem Peak Anfang 1998 hier rüber 2012 eine Linie ziehen, könnten Sie behaupten, da sind die Temperaturen nicht angestiegen. Daran ist nichts statistisch irgendwie signifikant. Das ist alles völlig im Rauschen. Das habe ich im Blog quasi alljährlich erklärt, während diese Debatte immer lief. Wir haben im Nachhinein noch eine große zweiteilige Paper veröffentlicht in Environment. Ich breche hier mal ab. Denn Rahmstorf referiert bei seiner Antwort noch circa weitere 3 Minuten etwas von, es sei alles nur Rauschen gewesen und es sei alles statistisch nicht signifikant gewesen. Aber darauf will ich letztendlich bei meiner nachfolgenden kritischen Analyse gar nicht hinaus, sondern hören Sie zuerst mal, wie Rahmstorf damals im September 2013 im ZDF diese Stagnation der Globaltemperatur damals erklärte. Und darum geht es. Bis zum Ende des letzten Jahrtausends immer nur ansteigend, verharrt gewissermaßen seit rund 15 Jahren die Weltdurchschnittstemperatur auf hohem Niveau, trotz immer mehr Treibhausgase in der Atmosphäre. Wo also bleibt die Wärme? Die Messdaten aus dem Ozean zeigen, dass die Meere sich weiterhin aufheizen. Und das zeigt, dass es nicht etwa daran liegt, dass der Treibhauseffekt jetzt nachgelassen hätte oder überschätzt worden ist. Denn in den Meeren landen 90% der Wärme durch die Treibhausgase. Aber nach nur Rauschen und statistisch nicht signifikant schien sich das jetzt aber damals nicht anzuhören, Herr Rahmstorf. Aber egal, darauf will ich nicht hinaus. Denn es gab noch einen TV-Bericht im Januar 2018, wo auch die globale Temperaturstagnation eigentlich sehr anschaulich erklärt wurde. Seit Ende der 90er Jahre gäbe es keinen weiteren Anstieg der Erdtemperatur. Angeblicher Beleg dafür dieser 15-Jahres-Ausschnitt aus den Temperaturdaten. Zeigt man jedoch das ganze Bild von der Industrialisierung bis heute, wird die Täuschung klar. Tatsächlich steigt die gemittelte Temperatur deutlich an. Aber auch in dieser animierten Grafik wurden erneut wichtige Informationen weggelassen und verschwiegen. Es fehlen in der Grafik wieder die globalen Absoluttemperaturen. Ergänzt man diese Globaltemperaturen, fällt auf, dass die Nulllinie in diesem Fall bei 14 Grad Celsius liegt und der globale Temperaturhöchstwert bei 14,8 Grad. Das passt so ungefähr, denn die Grafik weist ja nur die NASA-GIS-Temperaturwerte aus, die in der Regel immer etwas höher sind. Und Sie erkennen, dass auch in dieser Grafikanimation der Temperaturwert aus dem natürlichen Treibhauseffekt von 15 Grad Celsius ebenfalls nicht überschritten wurde, obwohl in diesem Kontrastebeitrag von das erste auch der angebliche Treibhauseffekt beschrieben und erklärt wurde. Allerdings wurden auch die 15 Grad als Wert aus dem natürlichen Treibhauseffekt nicht erwähnt. Warum wohl nicht? Also von wegen. Zeigt man jedoch das ganze Bild von der Industrialisierung bis heute, wird die Täuschung klar. Denn die wahren Täuscher durch Weglassen waren in Wirklichkeit die Journalisten von Kontraste. Wir hatten damals die Täuschung auch auf 2 Seiten mit Screenshots beschrieben und damals auch Beschwerde beim RBB eingereicht, die aber in der üblichen Art und Weise abgelehnt wurde. So wundert es nicht, dass Stefan Rahmstorf in der Kontraste-Sendung auch wieder als Experte ran durfte und seine Sicht der Dinge erzählen durfte. Diese Desinformationen wirken auch bei uns bis heute nach, beobachten Klimawissenschaftler. Diese Verleugnung der vom Menschen verursachten Erwärmung, die ist ja nicht von selbst aus dem Nichts entstanden, sondern da sind einfach massive Wirtschaftsinteressen dahinter. Und darauf lassen sich viele der Argumente zurückführen auf damalige Exxon-Propaganda, die heute noch zirkulieren und die jetzt auch wieder im Bundestagswahlkampf von der AfD zum Beispiel verwendet wurden. Betrachtet man als Fazit diese damalige Hiatus-Diskussion mit etwas Abstand, scheint das Ganze ein perfides Manöver gewesen zu sein, um davon abzulenken, dass eigentlich Satellitenmessungen bereits in den 1990er Jahren festgestellt hatten, dass die Globaltemperatur, wenn überhaupt, um 1 Grad Celsius tiefer liegt, als James Hansen damals 1988 vor dem US-Senat und in der New York Times behauptet hatte und ein angeblich verstärkter Treibhauseffekt in Wirklichkeit gar nicht existiert. Mit der Hiatus-Diskussion hat die Klimawissenschaft etwas zugegeben, was sie eh nicht mehr leugnen konnte
und hat gleichzeitig von diesem eigentlichen Treibhauseffekt Kernschwindel der Klimawissenschaft abgelenkt, den James Hansen von der NASA mit seiner 4/10-Grad-Lüge bis heute mit zu verantworten hat. Ich glaube nicht, dass es am Internet liegt. Ich glaube, es liegt eigentlich eher daran, dass Menschen eher auf Ängste hören als auf Fakten.